Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In der aktuellen Frühlings-Festival-Spielliste gibt es beim 50% Abschlussbonus den Aston Martin Vanquish Zagato Coupé zu gewinnen. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, genau damit werden wir in der heutigen Folge unterwegs sein. Doch bevor wir das Fahrzeug auf die Straßen entführen, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze erst einmal genauer im Forza Vista-Modus an. Ja, der Vanquish Zagato ist natürlich in erster Linie eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Aston Martin und dem italienischen Fahrzeugkarosseriedesigner Zagato, welche ja 1960 mit dem Aston Martin DB4 GT Zagato begründet wurde. Im Übrigen, jenes Fahrzeug haben wir hier auch mit im Spiel. Und ja, diese Zagato-Modelle sind halt einfach auch nicht nur einfach an sich sehr besonders, sondern auch sehr, sehr streng limitiert und dementsprechend auch sehr, sehr wertvoll. Der Name Vanquish Zagato lässt natürlich schon ein bisschen drauf schließen, auf welchem Modell diese Zagato-Version aufbaut. Natürlich auf dem Vanquish, genauer gesagt auf dem 2016er Vanquish S. Und da sind natürlich auch viele Parallelen zu erkennen, also auch optisch, ne? Also zum Beispiel halt natürlich die Frontscheinwerfer sind ja 1:1 aus dem Vanquish, aber auch einige Elemente sind so typische, ja, Zagato-Design-Elemente. Gerade wenn man mal den Vorgänger von dem hier nimmt, nämlich den Aston Martin V12 Zagato, den wir noch in alten Forza-Teilen hatten, in dem Teil jetzt leider nicht mehr. Jener basierte noch damals auf dem Vantage, aber auch jener hatte so Designveränderungen, ja, vom normalen Vantage zum V12 Zagato, die man auch hier wieder erkennen kann zwischen dem normalen Vanquish und dem Vanquish Zagato. Zum Beispiel der deutlich größere Kühlergrill oder vor allem auch im Heckbereich, ja, wenn man da mal raufschaut. So die Form, die Silhouette, wie das hinten so abflacht, ja, auch so typisches Zagato-Element und natürlich auch hinten, wenn man da so ein bisschen drauf schaut, diese einzelnen runden Rückleuchten, das ist auch sehr, sehr typisch und ich finde auch gerade da ist zum Vorgänger, zum V12 Zagato schon so ein bisschen, ja, eine Parallele zu erkennen. Ansonsten, was natürlich auch ein ganz besonderes Design-Highlight ist, ist der sogenannte Double Bubble und zwar, das ist diese Auswölbung über dem Fahrer und dem Beifahrer. Wenn man da mal so ein bisschen schaut, wenn man da so ein bisschen runter und drauf geht, oder vielleicht kann ich ja mal kurz in den Fotomodus gehen, ich glaube, dann kann ich am besten die Höhe bestimmen, um diese Wölbung reinzukriegen, ja, also es geht hier um diese Erhöhungen hier, die man über, upsala, muss ein bisschen scharf stellen, die man über dem Fahrer und dem Beifahrer hat, das gibt es so bei keinem Aston Martin Modell, nur eben beim Zagato Modell. Und ja, allgemein betrachtet, muss ich sagen, ist das natürlich eine absolute Geschmackssache, so ein Zagato. Also sowohl beim Vorgänger als auch bei dem hier, denke ich, gibt es eine sehr, sehr große Fangemeinde, die absolut sagen, hey, das sind richtige Schönheiten. Hier trifft halt wirklich so britische Eleganz auf, oder besser gesagt, italienische Eleganz auf britische Exklusivität. So könnte man es vielleicht nennen. Ich muss allerdings sagen, ich gehöre, glaube ich, eher zu den Personen, die die Zagato Aston Martin Modelle nicht so schön findet. Ich fand auch den V12 Zagato schon nicht so geil von der Optik her. Ich finde auch den Vanquish Zagato hier irgendwie, sind mir die Proportionen so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Also ich finde den normalen Vanquish irgendwie schöner. Das heißt aber nicht, dass ich den nicht zu schätzen weiß oder ich den nicht besonders finde. Ich finde den auch besonders, ja. Also ich finde auch, der hat einfach was. Der hat was Eigenes, ja. Man spürt einfach diese Zusammenarbeit zwischen eben Großbritannien und Italien, beziehungsweise zwischen Aston Martin und Zagato. Und deswegen, ich kann es schwer beschreiben. Es ist nicht, weil ich es schön finde, es ist halt eher so, ja, was Eigenes in irgendeiner Art und Weise. Aber egal, ich würde sagen, wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick unter die Motorhaube. Und da habe ich ja schon gesagt, er basiert hier weitestgehend auf dem seit 2016 gebauten Vanquish S. Dementsprechend hat er auch den 6 Liter V12 Motor übernommen. Und den wollen wir natürlich auch ein bisschen hören. Denn so viel kann ich schon mal versprechen, der V12, der klingt hier im Spiel schon echt, echt geil. Und deswegen sitzen wir mal rein in diesen Vanquish Zagato und werfen mal den Motor an und gehen selbstverständlich auf unsere PXH-Teststrecke, denn wir wollen natürlich nicht nur den Motor hören, wir wollen natürlich auch wissen, wie der performt. Also, ab dafür! Ja, immer wieder ein Phänomen, wie die Fahrzeuge mit einem stehenden Hinterrad aus dem Festival rausfahren oder soll man eher sagen rausschieben. Naja, kleiner Anzeigefehler, den man immer wieder mal hat. Darum sollen wir uns jetzt aber nicht kümmern, sondern wir kümmern uns mal vielleicht um die Leistungseckdaten des Fahrzeugs. Ich habe ja schon gesagt, der 6 Liter
V12 aus dem Vanquish S wurde übernommen. Eigentlich ist es sogar eher ein 5,9 Liter, aber ich glaube, da streiten sich jetzt die Geister, ob man das jetzt als 5,9 oder als 6,0 Liter bezeichnen soll. So oder so, es ist ein V12 Saugmotor, der circa 600 PS hat, einen Ticken mehr, 630 Newtonmeter Drehmoment. Ebenfalls übernommen aus dem Vanquish S ist das 8-Stufen Automatikgetriebe. Das Gewicht des Zagato ist schon nicht gerade wenig mit 1,8 Tonnen. Und das lässt das Fahrzeug aber trotzdem von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden beschleunigen. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 320 km/h Spitze. Und weil wir gerade dabei sind bei Zahlen, kommen wir vielleicht auch mal zum Preis. Der Vanquish Zagato Coupé kostet über 700.000 Euro. Und es gibt noch eine andere Version des Zagatos, und zwar ein Speedster, der kostet sogar nochmal doppelt so viel. Ja, das muss man sich vorstellen. Also über 1,4 Millionen Euro. Also wirklich super exklusiv, super limitiert. Ja, kann ich gleich später auch nochmal drauf eingehen. Ich habe mal die Stückzahlen rausgeschrieben, wie viel es denn davon tatsächlich wirklich gibt. Aber gehen wir ganz kurz mal noch auf die Fahreigenschaften ein. Also hätte mir vorher jemand gesagt, dass das Ding 1,8 Tonnen wiegt, hätte ich es ihm nicht geglaubt. Das Fahrzeug fährt sich sehr, sehr geschmeidig, sehr direkt und vor allem auch der mechanische Grip auf der Vorderachse ist extrem hoch. Man merkt halt bei schneller werdenden Kurven, dass vorne dann der Grip ein bisschen wegfällt, aber so alle langsamen bis mittelschnellen Kurven nimmt das Fahrzeug einfach mit Bravour. Das hat richtig Laune gemacht, das Fahrzeug zu bewegen. Auch die Leistung auf der Hinterachse hat das Fahrzeug super umgesetzt. Also ja, für das, dass das wirklich so ein schweres Gran Turismo ist, hat er wirklich sehr, sehr gut hier auf der Strecke performt. Und das merkt man auch an der Rundenzeit. Mit einer 2 Minuten 9.040 ist er gut anderthalb Sekunden schneller als der 2018er Aston Martin Vantage. Und das will natürlich schon was heißen. Also wie gesagt, das hat wirklich, wirklich Laune gemacht. Der hat wirklich super gut performt. Wenn man da jetzt echt noch überlegt, nochmal vielleicht einen Tick bessere Reifen drauf zu machen, eine Gewichtsreduzierung zu verbauen, das klingt immer so komisch, aber ihr wisst, was damit gemeint ist, also halt Gewicht rauszunehmen, dann geht das Ding, glaube ich, richtig, richtig böse ab. Also ich freue mich jetzt gleich wirklich aufs Feintuning und deswegen würde ich auch sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und springen direkt mal zurück zur Garage bzw. zum Festival und dann gucken wir doch einfach mal, was wir denn so am Fahrzeug verändern können. Wir gehen mal hier so rein in die Upgrades und schauen mal, was wir so machen können. Ja, zur Bremsperformance kann ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Die war auch sehr gut. Also hier auch nochmal die Daten jetzt hier im Spiel. Also hier haben wir knapp unter 1,8 Tonnen, also Hersteller gibt 1,8 Tonnen Leergewicht an, aber das passt ja schon. Und eben halt auch die Leistung. Und hier seht ihr auch nochmal den Hubraum für 5935 Kubik. Also normalerweise kenne ich so, dass man bei eigentlich rundet. Ja? Also wenn es jetzt 595 irgendwas wäre, wären 6 Liter. Und bei 5935 wäre es eigentlich ein 5,9 Liter. Ja, egal. Kann man, glaube ich, jetzt so nennen, wie man möchte. Ich glaube, da macht das auch jeder Hersteller immer so ein bisschen eigen. Ja, wir können auf jeden Fall einen Motorwechsel machen. Wir könnten einen 7 Liter V12 einbauen. Das dürfte dann der Motor aus dem Vulcan sein, wenn ich mich nicht täusche. Den machen wir jetzt aber nicht rein. Wir können Allrad verbauen. Wäre vielleicht eine Option. Wir könnten Turbo, also Twin Turbo oder einen Kompressor verbauen, da wir ja einen Saugmotor haben. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach mal, weil es einfach auch viele interessiert, einen Vollaufbau mit dem Serienmotor. Also einfach beim Sauger lassen. Ich glaube, das könnte trotzdem sehr gut fahrbar sein. Ja, und wir können da auch so einen Heckflügel dran machen. Ja, beim Vorgänger, ich erwähne ihn jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal, der V12 Zagato, den wir ja leider nicht mehr im Spiel haben. Da gab es ja die Option mit Heckflügel oder ohne Heckflügel. Und der hat auch tatsächlich sehr, sehr ordentlich auf Strecken performt. Für mich war eigentlich immer der, im Prinzip Vantage Zagato war eigentlich für mich immer so ein bisschen so auch die Streckensau. Aber ja, das ist jetzt hier nicht so ganz, wobei man ja echt sagen muss, streckentechnisch performen die halt auch immer richtig, richtig gut. Zumindest mal in den Spielen hier. Ja, wir machen auf jeden Fall die entsprechenden Semislicks drauf. Wir machen auch richtig schön breite Schlappen. 275 vorne und 325 hinten. Die Spurverbreiterung machen wir gleich. Machen wir erstmal ein bisschen die Tieferlegung. Ich glaube, die könnte optisch sich auch sehr schön auswirken bei dem Fahrzeug. Und deswegen machen wir jetzt auch die Spurverbreiterung dazu. Die muss natürlich dazu. Und da können wir, glaube ich, echt in die Vollen gehen. Jawohl.
Das sieht ja schon mal nochmals ordentlich strammer und auch ein bisschen schöner aus. Man könnte sogar echt überlegen, na, man kann es nur vorne machen, so wie ich. Ups, nee, man kann es gar nicht machen. Ups, die Felgen nochmal größer. Ich glaube, so ein Zoll mehr würde bei dem schon gehen. Aber na gut, lassen wir mal so stehen. So, wir ändern auch ein bisschen das Getriebe ab. Das 8-Gang-Stufen-Automatik ist uns natürlich zu langsam beim Schalten. Deswegen müssen wir das selber ändern. So, das haben wir angepasst. Das machen wir auch noch dazu. Upsala. Nicht verdrücken. Und jetzt Gewicht. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Ja, 1,4 Tonnen, das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und jetzt gucken wir mal beim Motor, was wir da noch so rauskitzeln können. Also ich denke mal, der Maximalaufbau wird jetzt nicht unbedingt das performanteste Tuning sein. Also mit Performance meine ich ja, dass halt auch Grip, Kurvengeschwindigkeit, Traktionen im Einklang mit der Geschwindigkeit steht. Und ich glaube, das werden wir nicht haben. Aber ich glaube, es wird sich trotzdem ganz gut fahren. Wir haben jetzt auch tatsächlich durch die Ölkühlung Leistungsindex verloren, weil das deutlich, guck mal, wie viel Gewicht das ausmacht. Ich glaube, wir lassen es weg. Wir verzichten mal auf die 3 kW. Ich glaube, es ist tatsächlich vom Leistungsindex höher, also für mich dann eher ein Maximalaufbau, so nach dem Motto. Egal, wir gucken mal von der Leistung her, wie viel sind denn 530 kW? Das ist zumindest mal hier ein relativ glatter Wert. Was ist es denn in PS? Das sind 721 PS und ja, damit sind wir auch beim Drehmoment ungefähr gleich auf mit 717 Newtonmeter. Also wir haben jetzt bei dem Upgrade auf jeden Fall Leistung dazu gewonnen, ein bisschen mehr als Drehmoment, aber das tut nichts zur Sache beim Sauger. Und klar, wenn man natürlich jetzt den Turbo oder den Kompressor draufjagt, dann wird das nämlich nochmal deutlich stärker, gerade bei so einem V12-Motor. Wir gehen ganz kurz mal in die Designs rein und da gucken wir ganz kurz mal die Farben. Die sind aber sehr, sehr ähnlich zu dem letzte Wochen gezeigten Superleggera DBS. Im Übrigen auch nochmal da der Hinweis, wer die Folge nicht gesehen hat mit dem Superleggera beziehungsweise es schon wieder vergessen hat, ja, der DBS Superleggera ist der Nachfolger des Aston Martin Vanquish. Und der Vanquish Zagato basiert ja wiederum auf dem Vanquish. Ne? Also deswegen haben wir jetzt sozusagen den indirekten Vorgänger. Naja, es ist ein Sondermodell. Kann man nicht ganz so sehen. Ist auch egal. Also wir können einmal das Rot, das Orange nehmen. Wir können so ein, ja, keine Ahnung, ich muss es glaube ich nicht beschreiben. Wir können alle möglichen Farben nehmen. Ich glaube aber, wir bleiben mal bei dem Rot. Ich finde irgendwie, das passt zum Zagato einfach perfekt. Ja, wir haben zwar das Rot auch schon beim DBS gehabt letztes Mal, aber sei es drum. Ja, und dann gehen wir raus. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Rennaction haben. Ich habe ja schon das Intro wieder ein bisschen länger gemacht. Aber ich wollte natürlich erstmal, bevor wir auf die Teststrecke gehen, euch bzw. dich ein bisschen abholen, was das Fahrzeug denn so ist, was es so bedeutet, was vor allem auch Zagato und Aston Martin bedeutet im Zusammenhang. Und ja, die Rückleuchten sind schon geil, ne? Also die feiere ich schon so ein bisschen. Ja, es sind, wie gesagt, einzelne Elemente, die feiere ich absolut bei dem Fahrzeug. Aber dann sind es wieder so ein paar Sachen, wo ich sage, nee. Ja, und der Klang, ich finde ihn echt irgendwie geil, dieser V12 hier. Er hat so was ganz Eigenes. Ja, und weil wir gerade in der Nacht sind, lass doch mal hier gerade den Marathon fahren. Den sind wir auch schon eine Weile nicht mehr gefahren. Schauen wir mal, wie das Fahrzeug hier so gegen die allgemeine Fahrzeug Konkurrenz anstinken kann. Ja, was ich halt einfach optisch nicht so schön finde beim Zagato, ist tatsächlich halt dieser extrem große Kühlergrill. Ich finde, den hätte man echt ruhig so lassen können wie beim originalen Vanquish. Ich finde zwar einerseits cool, dass sie halt diese Nebelscheinwerfer da irgendwie so mit integriert haben, diese Runden, aber ja, ich weiß nicht, ich finde es einen Tick zu groß. Das ist nämlich auch zum Beispiel sowas, was ich bei den neuesten Audi-Modellen nicht so schön finde, dass sie halt ihren Monogrill da immer größer ziehen. Ja, also man muss es nicht übertreiben. Das ist genauso wie BMW, wie die ihre Nieren immer größer machen. Also irgendwann ist auch mal gut. Ne? Also größer ist da nicht immer unbedingt besser. Und so ähnlich sehe ich das auch halt bei dem hier. Aber wie gesagt, das war beim V12 Zagato, also beim Vorgänger von dem hier, genauso. Wenn man sich mal den normalen Aston Martin Vantage mit dem V12 Zagato anschaut. Das ist auch extrem, wie viel größer der geworden ist, der Kühlergrill. Das ist halt so die Design-Devise und auch der Wiedererkennungswert von den Zagato-Designs.
Ansonsten im Innenraum haben wir natürlich noch diese klassische Geschichte, dass die Drehzahlanzeige gegen den Uhrzeigersinn läuft. Das ist ja das, was ich beim DBS, beim neuen, so ein bisschen vermisse durch die Digitalanzeigen. Aber hier haben wir das Ganze noch. Ja, und auch nicht verwirren lassen, dass in der Cockpitsicht hier die kmh-Anzeige, oder ich nenne es mal Geschwindigkeitsanzeige, weil kmh ist es ja eben nicht, anders ist als das, was wir rechts sehen, nämlich rechts haben wir kmh stehen, also beim Design. Ja, das ist halt natürlich die Gefahr, wenn ich jetzt im Cockpit fahre, dass ich die Konkurrenz hier nicht, dass ich die Dinge nicht sehe. Was wollte ich sagen, genau, dass wir rechts hier im Spiel User Interface die kmh-Anzeige haben und im Fahrzeug selber haben wir aber MPH. Ja? Deswegen da nicht verwirren lassen. Das haben wir ganz oft bei manchen Spielen. Bei manchen Fahrzeugen. Boah, jetzt habe ich mich aber 10-mal versprochen innerhalb von 3 Sätzen so ungefähr. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren bei dem Rennen. Ja, also ein paar Sachen fallen mir auf jeden Fall schon mal auf, was wir auch im Feintuning jetzt gleich so ein bisschen ändern können. Aber im Großen und Ganzen funktioniert der Aufbau und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich in der heutigen Folge da einen anderen Aufbau machen möchte. Ja gut, wir können vielleicht gegen Ende mal Allrad und Windturbo reinklatschen, einfach um zu wissen, okay, wie viel Leistung kann man denn rausholen aus dem Motor. Aber jetzt so vom Fahrperformance-technischen Standpunkt würde ich das schon so lassen bei dem Fahrzeug. Man müsste halt je nachdem mit den Forza-Flügeln hantieren, aber die mache ich halt aus ästhetischen Gründen jetzt mal nicht drauf. Bin einfach viel zu spät auf der Bremse. Tut mir leid, dass ich nochmal ein Flashback finde. Man merkt, dass ich den Marathon nicht sehr oft fahre. Sonst würde ich die gewissen Bremspunkte ein bisschen besser erkennen. Das bitte ich zu verzeihen. Natürlich durch das Tuning hat sich der Anpressdruck oder der Grip in schnellen Kurven nicht wirklich verändert. Also klar, ein bisschen mehr haben wir durch die Semi-Slicks, aber in erster Linie haben wir ja den mechanischen Grip verbessert. Und dementsprechend wird auch der am meisten natürlich auch wirksam werden. Das heißt, auch hier wird man natürlich in langsamen und in mittelschnellen Kurven eher davon merken, dass da was verbessert wurde und nicht unbedingt in den schnellen Kurven. Dort trägt natürlich der aerodynamische Anpressdruck mehr zu Trage. Deswegen ja auch die Aussage, da müsste man also beim Turbo-Umbau und allem drum und dran, müsste man schon die Forza-Spoiler-Geschichte anbringen, wenn man das wirklich dann auch noch schnell haben möchte, also schnell fahrbar möchte. Aber darauf, wie gesagt, möchte ich erstmal verzichten jetzt. Das kann dann auch jeder für sich selbst machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir da rankommen an die Herrschaften. Ey, diese 90-Grad-Kurven, ey, die mag ich gar nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das Rennen noch gewinnen können. Wenn ich mich jetzt hier ein bisschen konzentriere. Man darf auch nicht vergessen, so ein Vanquish ist in erster Linie ein großer Sporttourismo. Oder von mir ist großer Sportgrad-Tourismo, so vielleicht formuliert. Und kein reinrassiger Sportwagen, der irgendwie Anleihen von einem Rennwagen hat. Aber für das macht er das schon ganz gut hier.
Jetzt hier irgendwo vorbeisetzen. Ist nicht so einfach. Ja, die bremsen auch relativ früh. Zu Recht, denke ich mal. Sonst gucken wir mal, ob wir den Ferrari da vorne jagen können. Upsala. Da hat einer den Verkehr mitgenommen. Boah, das ist echt eine fiese Stelle. Also ich habe es jetzt auch nicht perfekt bekommen, aber ich fahre besser als der Ferrari vor uns. Ja, was man ein bisschen machen kann, auf jeden Fall beim Fahrwerk, ist das Fahrzeug ein bisschen straffen. Das Fahrzeug könnte dadurch vielleicht ein bisschen giftiger auf der Hinterachse werden. Aber hey, ich meine, für einen Heckantrieb darf es auch gern ein bisschen, darf man den auch ein bisschen spüren, wenn das Fahrzeug insgesamt dadurch straffer und schneller wird. Es soll es mir recht sein. Das ist auch das, was ich in der Serie schon so ein bisschen gemerkt habe, dass er halt, ja, halt wie gesagt, doch halt ein Gran Turismo ist. So, und damit gewinnen wir das Ganze. Weil auch die Konkurrenz ein bisschen geschwächelt hat. Ja, und wenn man sich das Fahrzeug so anguckt, so 1 Zoll größere Felgen würde dem, glaube ich, auch ganz gut stehen. Ich meine, gut, viel bleibt dann auch nicht mehr vom Reifen übrig, aber es würde ihm gut stehen. So viel sei gesagt. Ja, aber kommen wir vielleicht auch mal noch ganz kurz zu den Stückzahlen. Ja, ich habe ja gesagt, der Vanquish Zagato ist streng limitiert. Das war der Vorgänger ebenfalls und der Vorgänger, der V12 Zagato, die jetzt zum 500. Mal erwähnt. Aber ich muss ihn öfter erwähnen, vielleicht kommt er dann noch ins Spiel. Ja? Auch wenn ich ihn, wie gesagt, auch optisch jetzt nicht unbedingt mega geil finde. Aber ich hätte ihn schon ganz gern trotzdem auch wieder im Spiel, weil wir ihn halt schon mal hatten in den vergangenen Forza-Teilen. Egal. Der V12 Zagato war ja auf knapp über 100 Stück limitiert. Der hier ist teils. Zum Teil ein bisschen weniger, zum Teil ein bisschen mehr limitiert auf die Stückzahlen. Und zwar, das liegt einfach daran, dass es den Vanquish Zagato in verschiedenen Karosserieformen gibt. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt einen Speedster, der 1,4 Millionen kostet. Es gibt eben den Coupé hier, der knapp über 700.000 kostet. Aber damit hat es sich noch nicht erledigt. Insgesamt gibt es vom Vanquish Zagato 325 Exemplare. Ja, also das ist auf 325 Stück limitiert. Allerdings gibt es von diesem Coupé hier, den wir hier im Spiel haben, nur 99 Stück. Ja, also ein bisschen weniger als der Vorgänger, jetzt rein nur auf die Coupé-Form betrachtet. Dann gibt es allerdings noch den Volante, also den Roadster, wenn man so möchte. Ne? Und der ist ebenfalls auf 99 Stück limitiert. Des Weiteren gibt es den Shooting Brake, also ein Kombi-ähnliches Gefährt. Der ist ebenfalls auf 99 Stück limitiert. Und wer jetzt rechnen kann, ja, 325 minus 99 minus 99 minus 99, der kommt auf eine Restanzahl von 28. Und da bleibt ja eigentlich nur noch der Speedster übrig, den ich erwähnt habe, der weitestgehend auch auf dem Roadster basiert. Ne, ein Roadster ist ja eigentlich ein Cabrio, aber der Speedster ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Und dementsprechend ist, denke ich, auch der Speedster doppelt so teuer, weil er einfach nochmal deutlich geringere Stückzahl hat. Und ja, weil es halt einfach ein Speedster ist. Ne? Also das auf jeden Fall dazu. Es gibt diese 4 Modellvarianten. Eben einmal 99 Stück, auf 99 Stück limitiert. Dieser hier, dann der Volante auch auf 99, der Shooting Brake auch. Und dann eben der Speedster nur auf 28 Stück limitiert. Ja, um das einfach auch mal ausführlich geschildert zu haben. So, dann würde ich aber sagen, wir fahren jetzt noch vielleicht ein kleines Rundstreckenrennen. Machen wir vielleicht gerade das hier. Und ich ändere jetzt aber nochmal ganz kurz was am Feintuning. Eigentlich wollte ich ja noch diesen Umbau machen, aber ich glaube, es wird zeitlich nicht mehr reichen. Deswegen würde ich da einfach darauf hinweisen, hey, wenn du diesen Umbau sehen möchtest, wenn du jetzt dafür wirklich brennst, dann würde ich dir doch einfach mal empfehlen, klick dich in die Videobeschreibung und da gibt es ja das Wunschformular, nennt sich TWIF, also das entsprechende TWIF-Formular auswählen. Und da kannst du dir ja den Vanquish Zagato Coupé nochmal wünschen und dann entsprechend den Allradumbau und Turboumbau oder Kompressor, wie auch immer, auch wünschen, wenn du sagst, jawohl, Ray, das musst du unbedingt noch machen, weil ich glaube, in der Folge werden wir das nicht mehr hinbekommen.
Ah, ansonsten ein bisschen. Da ist hinten schon relativ hart gefedert, ne? Nimmt mich jetzt sogar echt ein bisschen Wunder. Aber da können wir ja auch mit dem Dämpfer nochmal ein bisschen nachhelfen. Insgesamt das Ganze ein bisschen strammer machen. So, den Rest lassen wir mal. Und dann fahren wir jetzt das Rennen zum Abschluss dieser Folge. Und vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ja, aber vielleicht schaffe ich es ja doch nicht. Ich beeile mich jetzt einfach im Rennen. Und vielleicht schaffen wir doch noch ganz kurz diesen Umbau zu machen. Ich werde vielleicht kein Rennen mehr mitfahren. Aber den Umbau könnten wir ja trotzdem vielleicht noch angehen. Mal gucken. Einfach nicht abschalten, sondern dranbleiben. Ja, und vor allem auch nicht abschalten, denn ich kündige jetzt hier schon mal vorab was an, was heute noch erscheinen wird hier auf dem Kanal. Und zwar circa 15 Uhr heute auf dem Kanal. Also je nachdem, wann du die Folge guckst, ist das entsprechende Video, was ich hier ankündige, schon erschienen. Aber so oder so, 15 Uhr heute, unbedingt auf dem Kanal einschalten. Da wird was ganz, ganz, ganz Cooles angekündigt. Hat auch was mit Forza Horizon zu tun. Und vor allem hat es auch was mit unserer Community zu tun. Und deswegen da auf jeden Fall mal reinschalten und auf jeden Fall nicht verpassen. Aber mehr verrate ich jetzt an der Stelle noch nicht. Das verratet dann das Video, was da kommt, um circa 15 Uhr selbst auf dem Kanal. Ich meine, so eine Strecke ist eigentlich wie gemacht jetzt für das Fahrzeug. Hier haben wir eigentlich keine wirklich schnellen Kurven. Nur eben langsame bis mittelschnelle Kurven. Wir haben jetzt auch nicht so diese krasse 90-Grad-Geschichte wie gerade eben. So, und dann schauen wir noch mal, ob wir den 177 hier jagen können. Der zieht oben rum, glaube ich, ein bisschen besser. Wobei ist es ziemlich ähnlich. Nochmal letzte Runde. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir da uns irgendwie vorbei mogeln können. Ein bisschen angelehnt schon mal. Kann man ja mal machen, ne? So einen streng limitierten 177 und ebenfalls streng limitierten Vanquish Zagato, kann man ja mal ein bisschen Lack austauschen, ne? Muss ich das mal so in der Realität vorstellen. Ja, und vor allem die Preise, die ich ja genannt habe zum Zagato hier, das sind ja nur die Kaufpreise. Was meint ihr, wie die Preise oder beziehungsweise der Wert steigt bei diesen Geschichten? Bei solchen limitierten Fahrzeugen. Also ich glaube, das geht extremst nach oben. Also ich glaube, dass der Zagato hier, also die Coupé-Version, wahrscheinlich auch schon längst über 1 Million ein Euro wert ist. Und der Speedster wahrscheinlich schon über 2 Millionen. Also von dem her sind immer gute Wertanlagen. Aber man kommt natürlich als Normalsterblicher, selbst wenn man das Geld hat, nicht unbedingt an solche Modelle ran. Da muss man schon echt die entsprechenden Connections haben. So ein bisschen Zeit bleibt noch. Okay, wir gehen mal ganz kurz in die Overtime. Ich versuche mich echt zu beeilen. Ich speichere das Tuning mal ganz kurz ab. Nennen wir es einfach mal. Wie nennen wir es denn? Einfach mal. Max Sauger. Oder nee, einfach nur Max. Ja, also es ist maximal, aber halt mit einem Saugmotor. Also soll ja irgendwie klar sein. So. Zap, 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 zap. Machen wir einfach hier so durchschnittlich teilen. Und dann machen wir das ganz, ganz fix. Wir fahren jetzt auch kein Rennen damit, sondern gehen einfach noch vielleicht ganz kurz auf die Autobahn, um einfach mal zu gucken, was denn da so geht. Weil wir das umbauen. Wir nehmen den, den Allrad rein. Wir nehmen den Twin Turbo. Wir müssen das da nochmal anpassen, weil der Getriebe, Antriebsstrang ja auch verändert wird. So, und wir ändern natürlich das da. Das machen wir auch noch.
Und ne, das lassen wir mal weg, wie gesagt, oder? Oder sollen wir was machen? Nehmen wir mal das, dann haben wir einen glatten Drehmomentwert. So, dann haben wir 812 kW. Das ist so, würde ich jetzt einmal mal sagen, ein bisschen mehr als 1000 PS. Und zwar, genauer gesagt, 1104 PS, 1100 Newtonmeter Drehmoment. Das finde ich aber krass, dass das Drehmoment dann doch so gering im Verhältnis zur Leistung ist. Also gerade bei einem V12-Motor, der über 6 Liter mittlerweile hatte. Wie viele Liter haben wir eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir 6,4 Liter. Und einem Twin Turbo. Und wer kommt trotzdem nicht auf deutlich mehr Drehmoment als Leistung? Normalerweise bei Turbomotoren haben wir immer mehr Drehmoment als Leistung. Aber ja, in dem Fall jetzt nicht. 1,24 Bar Ladendruck. Und natürlich auch Allrad am Start. Was hilft, die Leistung auf den Asphalt zu bringen. Natürlich jetzt extrem untersteuern, logischerweise, weil ich nichts angepasst habe, aber ja. Kann man mal machen. Aber ich glaube, der Aufbau von vorhin, der ist vom Fahrspaß her schon ganz gut so. Ja, dann würde ich einfach sagen an der Stelle, das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und gute Unterhaltung. Verpass auf keinen Fall, dir selbst den Vanquish Zagato abzuholen. Wie gesagt, 50% als Abschlussbonus der aktuellen Festival-Spielliste. Die geht noch bis Donnerstagnachmittag. Ab dann beginnt die nächste Jahreszeit und dementsprechend auch die nächsten Gewinne. Und so oder so würde ich es einfach sagen, lass doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten bin ich raus an dieser Stelle. Mach's gut, bis zur nächsten Ausgabe, beziehungsweise bis zu dem Video. Dieses geheimnisvolle, ominöse Video, was heute noch erscheinen wird. Also, mach's gut, bis später. Ciao!